Okay, Hans, vielen Dank für die Einführung und vor allem vielen Dank, dass ich eingeladen worden bin, heute einen Vortrag zu halten über Dinosaurier in der Schweiz, Dinosaurierland Schweiz. Und wie Hans schon sagte, ich bin ein Paläontologe. Und was kommt euch bei Paläontologe in den Sinn als erstes? Sag mal irgendwas raus, einfach sagen. Dinoforscher, genau. Wer von euch kennt da oben links Indiana Jones? Wer kennt den noch? Aufstrecken. Also immer noch sehr, sehr viele. Mit der Paläontologie gibt es sehr viele Vorstellungen, die damit zusammenhängen. Das eine sind, Paläontologen sind Abenteurer. Ja, dieses Outfit, das ich jetzt da angezogen habe, das ist das Indiana Jones Outfit, ist natürlich nicht mein normales Outfit. Mein Outfit ist eher in der Mitte. Dann, das ist so ein, was man häufig hört von Paläontologen, das sind Dino-Forscher, also Dinosaurier-Freaks. Es geht nur um Dinosaurier. Und das Letzte, was man vielleicht auch kennt von Paläontologen, das sind Leute, die Fossilien sammeln. Das sieht man ganz auf der rechten Seite. Genau, aber damit ziehe ich jetzt dieses Outfit wieder ab. Ich habe schon viele Ausgrabungen gemacht in meinem Leben und es ist zum Teil abenteuerlich, aber natürlich schon nicht so wie in den Indiana Jones Filmen. Dann auch noch wichtig, eine Definition, um anzufangen, das ist, was ist die Paläontologie? Die Paläontologie, das ist die Wissenschaft von den ausgestorbenen Lebewesen. Also alle Lebewesen, die ausgestorben sind, die heute nicht mehr existieren, die werden in der Paläontologie untersucht. Und häufig wird das verwechselt mit der Archäologie. Aber die Archäologie, das ist nur die Wissenschaft von der kulturellen Entwicklung der Menschheit. Also es geht hier nur um den Menschen, um alle Hinterlassenschaften von den Menschen, von unseren Vorfahren. Also das ist der große Unterschied zwischen der Paläontologie und der Archäologie. Und die Studienzweige, die unterscheiden sich denn auch ganz, ganz deutlich. Und auch noch, das finde ich ganz interessant, unten links, wenn man so Begriffe sucht auf Google, dann findet man zum Beispiel, wenn man Dinosaur eingibt, Dinosaurio, 77 Millionen Suchresultate, bei Indiana Jones sind es immer noch 24 Millionen und bei der Paläontologie sind es 2 Millionen, bei der Archäologie sind es 4 Millionen Resultate. Dann in diesem Vortrag werdet ihr ja doch einige Bilder sehen, weil es ja darum geht, auch zu zeigen, welche Dinosaurier wir in der Schweiz gefunden haben. Und der Vortrag ist zeitlich gegliedert. Wir reden hier von verschiedenen Zeitperioden, das erkläre ich gleich näher im Detail. Das fängt an mit der mittleren Trias, Obertrias, dann Oberjura, Unterkreide. Das sind diese Zeitperioden, wo wir Dinosaurierreste in der Schweiz gefunden haben. Einerseits haben wir sehr, sehr viele Fußspuren gefunden in der Schweiz. Andererseits gibt es aber auch Funde von Knochen und von Zähnen. Dann im Vortrag findet ihr immer wieder Scrat. Hier aus Ice Age, da wo der vorkommt, da heißt es, es gibt ein Museum oder eine Fundstelle, die man besuchen kann. Wenn der Sit hier vorkommt, dann heißt das, das ist jetzt eine Information, die ihr verwenden könnt, um die Fragen im Quiz zu beantworten. Hier eine Figur, die schon mal zeigt, diese unterschiedlichen Dinosauriergruppen, die es gibt. Alle in Rot gibt es auch in der Schweiz. Es gibt zwei große Gruppen, das sind die sogenannten Saurischio, die Echsenbeckensaurier links in Blau und die anderen sind die Ornithischia Vogelbeckensaurier in Grün auf der rechten Seite. Und auf der linken Seite, also zu diesen Saurischia, gehören vor allem die Sauropoden, die vierfüßigen Pflanzenfresser oder auch Langhals-Dinosaurier genannt. Das ist so dieser Typ hier, ja, hat sicher jeder schon von euch gesehen. Die gibt es auch in der Schweiz und dann auch dazu gehören die Theropoden. Das sind drei Zehen, die haben hier drei Zehen, Raubsaurier, das sind Fleischfresser. Und die Vögel sind die direkten Nachfahren von diesen Theropoden oder Raubsauriern. Und aus diesem Grund stimmt es auch nicht ganz, wenn man sagt, dass alle Dinosaurier ausgestorben sind, weil eigentlich die Vögel auch Dinosaurier sind und die heute noch leben. Dann in der anderen großen Gruppe, bei den Ornithischia, hier haben wir in der Schweiz einen einzelnen Rest von einem Stegosaurus, ein einziger Knochen, und einige Spuren von Iguanodon, der zu Ornithopoda gehört.
Diese Gruppe hier, die ist vor allem, das sieht man auch hier, in der Kreide und in der oberen Kreide vertreten. Und diese Ablagerungen, die finden wir nicht in der Schweiz, sondern nur sehr selten. Deswegen haben wir auch wenig Überreste von diesen Dinosauriern. Dann auch wichtig zu verstehen, das habe ich schon erwähnt, bei Fossilien gibt es zwei große Gruppen. Einerseits gibt es sogenannte Körperfossilien und dazu gehören die Knochen, also zum Beispiel der Schädel mit den Zähnen oder auch Klauen und alle Knochen vom Skelett. Dann gibt es aber auch Spurenfossilien und zu den Spurenfossilien gehören insbesondere die Fußspuren. Also wenn ihr selber am Strand läuft, dann könnt ihr Fußspuren produzieren und wenn ihr Glück habt, dann versteinern diese Spuren und werden vielleicht in 150 Millionen Jahren dann wieder gefunden und ausgegraben. Dazu gehören auch Koprolithen, das ist fossiler Kot, also den gibt es, versteinert, und auch die Eier. Alle Dinosaurier legen nämlich Eier, wie auch die Vögel. Zu den Spuren hier eine Figur, die sieht einigermaßen kompliziert aus. Damit möchte ich nur zeigen, was man alles vermessen kann bei Fußspuren. Da haben wir zum Beispiel einen Hinterfuß und einen Vorderfuß von einem Apatosaurus, von einem Langhals-Dinosaurier. Da können wir Länge, Breite vermessen. Wir haben häufig auch die Kralleneindrücke, die man sehen kann, wie auch bei uns, oder? Haben wir auch vorne und hinten Finger und Zehen. Und das war auch schon so hier bei diesen Sauropoden. Bei den dreizähigen Dinosauriern, einerseits bei den Fleischfressern, wie zum Beispiel Allosaurus oder Pflanzenfressern wie Iguanodon, die auf zwei Füßen gelaufen sind, da haben wir dreizähige Spuren und diese dreizähigen Spuren, die sehen sehr, sehr ähnlich aus wie Vogelspuren. Wer von euch hat schon Vogelspuren gesehen? Mal aufstrecken. Okay, alle haben schon mal Vogelspuren gesehen. Also ihr könnt auch sehr einfach eine Dinosaurierspur im Gelände erkennen. Und die Spuren, die wir gefunden haben, zeige ich nachher. Wir haben zum Teil nur 5 cm lange Spuren gefunden, dreizähige. Die allergrößten aber sind 80 cm groß, so groß wie dieser Tisch. Das waren riesengroße Tiere, welche diese Spuren hinterlassen haben. Und dann noch etwas mehr Theorie, bevor ich anfange. Was noch wichtig ist zum Verstehen, sind diese Zeitepochen. Und zwar lebten die Dinosaurier im Mesozoikum. Das Mesozoikum wird auch Erdmittelalter oder Zeitalter der Reptilien genannt. Vor dem Mesozoikum haben wir das Paläozoikum, das Erdaltertum. Also seit ungefähr 500 Millionen Jahren gibt es höher entwickeltes Leben auf der Erde. Und dann ungefähr hier, 250, 240 Millionen Jahre zu Beginn der Trias, beginnen sich die Dinosaurier aus Archosauriern zu entwickeln. Das ist auch der Zeitpunkt, wo die ersten Säugetiere auftreten. Und diese Dinosaurier entwickeln sich dann sehr, sehr stark und verbreiten sich weltweit in der Jurazeit und dann auch in der Kreidezeit. Vor 66 Millionen Jahren, das ist der Übergang von der Kreidezeit oder vom Mesozoikum in das Känozoikum oder das Tertiär, auch Erdneuzeit genannt. Hier gibt es ein ganz, ganz wichtiges Ereignis, das ist das sogenannte Kreide-Tertiär, Massenaussterben. Da gab es eine ganz große Katastrophe mit einem Meteoriteneinschlag und es sterben alle Dinosaurier, außer die Vögel, aus. Die Erde, das ist ein Bild von der Jurazeit. Die Kontinente, die waren nicht gleich verteilt wie heute. Die Kontinente, die sind nicht an Ort festgemacht, sondern die bewegen sich auf der Erdkruste, im Erdinnern, in der Asthenosphäre, haben wir plastisches Material und man kann sich vorstellen, dass quasi diese die Kruste schwimmt eigentlich darauf. Und diese Kontinente können miteinander kollidieren, dann kommt es zur Bildung von Gebirgen. Deswegen finden wir heute Dinosaurierreste und Spuren, die ursprünglich auf Meereshöhe hinterlassen wurden, in den Alpen auf über 3000 Meter Höhe. Da zeige ich Bilder dazu. Da haben wir im Gipfelbereich auf über 3000 Meter gibt es Dinosaurierspuren. Aber diese Dinosaurier sind natürlich nicht den Gipfel hochgelaufen, sondern die sind hier zu der Zeit in Europa. Da gab es ein ganz, ganz flaches Meer. Da haben die ihre Spuren hinterlassen und erst viel später, als Afrika sich hier losgetrennt hat von Südamerika und mit Europa kollidiert ist, haben sich dann die Alpen gebildet und alle diese Schichten aufgefaltet. Das ist eine Figur, die zeigt, wo wir überall Fundstellen haben mit Dinosauriern in der Schweiz. Und ihr seht schon, dass es sehr, sehr viele Fundstellen gibt.
Einerseits im Juragebirge, das Juragebirge geht von Genf hier bis nach Schaffhausen und dann aber auch, es gibt einige Fundstellen hier in den Alpen. Im Mittelland, also zwischen dem Jura und den Alpen, da gibt es keine Dinosaurierspuren, weil da haben wir Ablagerungen aus dem Tertiär, die viel jünger sind. Dann gibt es einige Fundstellen mit Archosauriern, also das sind die Vorfahren von den Dinosauriern, das sei hier einfach erwähnt, zum Beispiel in Vieux-Emosson, das ist im Wallis, hier gibt es diese Spuren, dieser Typ von Spuren, die heißen Chiroterium, Chiroterium heißt quasi Handspur, sieht aus wie eine Hand. Das sind Spuren, die von einem Dinosaurier hinterlassen wurde, den man auch hier gefunden hat, am Monte San Giorgio, das ist hier im Süden, im Tessin. Das ist eine sehr, sehr bekannte Fundstelle, da gibt es ganz, ganz viele riesengroße Meeressaurier, aber keine Dinosaurier. Und es gibt auch einen Fund hier in Rien bei Basel, das sei kurz erwähnt, das kennt man nicht sehr gut. Das ist dieser kleine Saurier, den man hier gefunden hat, im Buntsandstein. Buntsandstein ist das Material, das ihr im Basler Münster seht. Jeder von euch war sicher schon mal im Münster und habt vielleicht bemerkt, dass diese Steine so ganz rötlich sind und auch so leicht fein geschichtet. Das sind Ablagerungen aus einer Wüste der Triaszeit und da wurde dieser Sclerosaurus zugeschüttet und als Hohlform erhalten. Also die Knochen wurden los, quasi weggelöst und dann hat man diese Hohlformen wieder ausgegossen mit Gips und dadurch konnte man diese Knochen wieder sichtbar machen. Und das wurde gefunden in einem Steinbruch in Rien. Ist eigentlich auch einer oder der älteste Fund von einem Saurier, also kein Dinosaurier, aber Saurier in der Schweiz, der ist im Naturhistorischen Museum Basel. Die zweite Fundstelle, die auch wichtig ist zu erwähnen, auch wenn es keine Dinosaurier sind, sondern eben Meeressaurier, wie hier abgebildet, das ist der Monte San Giorgio. Das ist eigentlich die wichtigste Fossilfundstelle in der Schweiz. Die hat UNESCO-Weltkulturerbe-Status erlangt. Und das zeigt eben, dass diese Fundstelle so wichtig ist, weil es eben ausgezeichnet und vollständig erhaltene Fossilien gibt. Also ihr seht hier, dieser Meeressaurier, der ist vollständig erhalten. Dann gibt es auch diesen Fund von Ticinosuchus, das ist ein Archosaurier, hier eine Rekonstruktion. Das ist ein Vorfahre von den Dinosauriern, da hat man auch ein vollständiges Skelett gefunden. Und es gibt ein sehr schönes Museum in Meride im Tessin. Wenn ihr mal im Tessin seid, dann lohnt es sich, dieses Museum zu besuchen. Dann weitere Fundstelle in der Obertrias, das ist jetzt die älteste Fundstelle, wo wir Dinosaurier finden. Das ist im Nationalpark in Graubünden am sogenannten Pitzdal Diavel, 210 Millionen Jahre alt, 2500 Meter über Meer ungefähr. Da gibt es diese Spuren, man sieht hier, die haben so vier Zehen. Diese Spuren heißen Tetrasauropus. Jeder Spur und jedem Dinosaurier geben wir einen wissenschaftlichen lateinischen Namen. Und da gibt es Fährten, lange Fährten, es gibt aber auch diese dreizähigen Spuren. Diese Spuren hier, die wurden von Plateosauriern hinterlassen, die dreizähigen Spuren von kleinen Raubsauriern. Da habe ich hier eine Abbildung dazu, dass man das besser vorstellen kann. Diese Prosauropoden wie Plateosauropodus, die liefen auf zwei Beinen, waren Pflanzenfresser, hatten hier eine Greifhand mit so einer Kralle auch und sehr kräftige Hinterbeine. Die waren bis zu 4 Tonnen schwer, das ist so in der Größenordnung von einem afrikanischen Elefanten, von einem etwas kleineren Weibchen. Und die Raubsaurier zu dieser Zeit, die sind von diesem Typ, der heißt Liliensternus, der war bis zu 5 Meter lang, 130 Kilo schwer, das ist ungefähr das Gewicht von einem weiblichen Löwen. Kann man sich vorstellen, auf dieser Größenordnung, also das war schon ein gefährlicher Räuber auf jeden Fall. Dann haben wir im Jahre 2009, 2010 Expedition gemacht mit dem Naturhistorischen Museum in dem Park Ela, das ist auch in Graubünden. Und hier gibt es mehrere Fundstellen, die sehr, sehr hoch gelegen sind. Es gibt Fundstellen am Piz Michel, hier wieder mit diesen Spuren, mit diesen großen Zeheneindrücken von den Prosauropoden. Dann gibt es aber auch die ersten Sauropodenspuren, das sind einfach runde Spuren ohne Zeheneindrücke. Und am Piz Ela gibt es dann Spuren von sehr großen Theropoden, dreizähige Spuren, und die sind ungefähr 200 Millionen Jahre alt.
Das wollte ich noch erwähnen. Es gibt auch einen vollständig erhaltenen Flugsaurier und das da hier ist der Kopf von diesem Flugsaurier. Der ist in Chur im Museum zu sehen. Am spektakulärsten waren aber sicher die Funde von diesen Spuren hier, von diesen dreizähigen Spuren von einem großen Raubsaurier, der quasi hier den Berg hinauf auf den Gipfel vom Piz Ela zuläuft. Und diese Spuren, die haben wir gefunden mit dem Helikopter. Wir sind mit dem Helikopter über diese Flächen drüber geflogen und haben dann diese Spuren aus dem Helikopter entdeckt. Und danach ist dann natürlich sehr viel am Seil, hochalpin, um diese Spuren zu dokumentieren. Das sind von den höchsten Dinosaurierspuren, die es gibt auf der Welt. Also da sind wir auf 3340 Meter. Es gibt eigentlich keine Fundstelle, die noch höher gelegen ist. Dann eine weitere Fundstelle, eine der wichtigsten Fundstellen in der Schweiz, das ist die Fundstelle von Frick in der Tongrube Gruhalde. Da gibt es auch ein Sauriermuseum in Ahrtal. Wer war schon in diesem Sauriermuseum? Nicht in Ahrtal, in Frick. Wer war schon in Frick? Okay, sehr, sehr viele von euch waren schon in diesem Museum in Frick. Dann wisst ihr, dass es nicht weit weg ist von Basel und dass es hier vollständige Dinosaurier-Skelette gibt. Das da hier ist ausgestellt in Frick. Auch wieder von Plateosaurus. Es gibt auch einen Klopfplatz, wo man Fossilien suchen kann, selber. Das ist eine Rekonstruktion von der Landschaft in der Trias. Damals war es sehr trocken, zum Teil gab es auch so Sümpfe und Treibsand und da sind sehr schlecht diese Dinosaurier reingeraten und konnten sich nicht mehr befreien und sind so gestorben und konnten vollständig erhalten werden. Und dann gab es hier 2006 auch noch eine richtige Sensation, nämlich wurde ein fast vollständiges Theropodenskelett gefunden und die wurde dann als neue Art beschrieben, Notatesse Raptor, sehr ein kompliziertes Wort, das heißt Merkmalsmosaik übersetzt. Also jedem Dinosaurier gibt man eben einen lateinischen Namen, zum Teil sind diese recht kompliziert und kaum aussprechbar. Und es wurde auch ein zweiter Theropode gefunden, der ist zurzeit in Bearbeitung. Das sind von den ältesten Theropoden oder Raubsauriern auch, die es weltweit gibt. Und deswegen sind das sehr wichtige Funde. Dieser Fund hier auch auf einer Briefmarke abgebildet, die habt ihr vielleicht auch mal gesehen. In Frick gibt es auch viele Reste von Ammoniten. Ammoniten wisst ihr vielleicht auch, da haben Tintenfische quasi drin gelebt. Das hier ist ein Ammonit. Und Ichthyosaurier, da gibt es Knochen, da kann man auch nachher noch anschauen, das sind Knochen hier von einem Ichthyosaurier zum Beispiel. Dann weitere Fundstelle, auch in der Obertrias, also gleich alt wie die Fundstelle von Frick, die gibt es in Hallau und Schleitheim, das ist bei Schaffhausen in der Nähe. Und hier gibt es auch Ausgrabungen bereits seit 1915 und es wurden Knochen gefunden und beschrieben, ursprünglich als Plateosaurus. Man hat aber jetzt in neueren Untersuchungen gemerkt, dass es eben nicht ein Plateosaurier ist, sondern ein bereits weiter fortgeschrittener Sauropode und er hat einen neuen Namen bekommen, Schleitheimia schutzi. Schleitheimia nach dem Ort, schutzi nach E-Schutz, der diese Knochen gefunden hat. Und das ist vielleicht ein direkter Vorfahre der Sauropoden. Und hier sind einige Knochen von diesem Dinosaurier abgebildet. Dann, wir graben viel aus in der Paläontologie, aber viel mehr Zeit verbringen wir im Büro und in den Sammlungen, um diese ganzen Knochen uns genau anzuschauen und zu studieren und dann auch wissenschaftliche Publikationen zu schreiben. Und ich habe hier ein Beispiel, einfach damit ihr seht, dass es doch auch einigermaßen kompliziert ist. Das ist die Beschreibung von diesem neuen Dinosaurier. Wenn wir einen neuen Dinosaurier finden und den beschreiben, dann müssen wir den in einer wissenschaftlichen Publikation beschreiben. Und da hat es einen Teil, der heißt systematische Paläontologie. Da kommen zuerst die übergeordneten Gruppen im Stammbaum hin, natürlich Dinosaurier, weil es ein Dinosaurier ist, dann die Untergruppen, zum Beispiel Sauropodomorpha. Und dann steht hier der Name, Schleitheimia, N.gen. Das heißt Novus Genus, neue Gattung. Und das heißt dann eben, dass das ist jetzt eine neue Gattung, die aufgestellt wurde anhand von diesem Material, das hier gefunden wurde und in der Schweiz. Dann wichtige Teile sind auch Etymologie, das heißt Namensgebung, in dem Fall nach dem Fundort, Schleitheimia nach Schleitheim. Dann kommt eine Diagnose, wo das Material genau beschrieben ist. Dann kommt die Art, da kommt ein zweiter Name dazu, das ist Schutzi.
neue Art und das ist eben nach dem Finder Emil Schutz benannt. Und es gibt zu jedem Dinosaurier, zu jedem Fossil, das beschrieben wird, einen sogenannten Holotyp. Das muss ein einziger Knochen sein, das ist nicht das ganze Skelett, sondern es ist ein Knochen. Und das ist dann der Holotyp. Und da steht die Nummer hier vom Holotyp in der Sammlung an der Universität Zürich. Also das einfach als Beispiel zur wissenschaftlichen und paläontologischen Arbeit. Eine weitere Fundstelle gibt es in Füllinsdorf, das ist vielleicht etwas überraschend für viele von euch. Hier wurden auch 1856 die ersten Dinosaurierknochen in der Schweiz gefunden von Amans Grässli. Die wurden ursprünglich als Grässliosaurus beschrieben, hat sich dann aber herausgestellt, dass es auch Knochen sind von einem Plateosaurier. Das ist ein Aufschluss hier entlang an der Ergolz in Füllinsdorf, also gar nicht weit von hier. Dann kommen wir zum Oberjura. Im Oberjura haben wir sehr viele Fundstellen, natürlich im Jura. Die Jurazeit, die ist nach dem Juragebirge benannt. Weil wir im Jura so viele Ablagerungen haben aus der Jurazeit, heißt eben die Jurazeit Jura. Da gibt es über 30 Fundstellen im Juragebirge. Es gibt Spuren von Sauropoden, also von Langhalsdinosauriern. Es gibt Spuren von Theropoden, dreizähig hier abgebildet. Dann gibt es Knochen hier von Sauropoden, es gibt Zähne von Theropoden hier in Rot, es gibt auch Flugsaurierreste und es gibt einen Überrest von einem Stegosaurier im Schweizer Jura. Die wichtigsten Ausgrabungen, wenn es zu den Spuren kommt, sind sicher die Spuren, die gefunden wurden, bevor die Autobahn A16 gebaut wurde. Das ist eine Autobahn, die geht hier quer durch den Jura durch. Und da habe ich gearbeitet, von 2000 bis fast 2019 haben wir diese Ausgrabungen gemacht. Wir haben über 14.000 Dinosaurierspuren hier ausgegraben und dokumentiert. Und heute gibt es eine der größten Dinosaurierspurensammlungen eigentlich auf der ganzen Welt in Delémont, die allerdings im Moment nicht zugänglich ist. Da möchte ich noch ganz kurz die Methoden zeigen von einer paläontologischen Ausgrabung. Da gibt es ganz viele verschiedene Etappen. Das fängt an mit Sondierungen. Wenn man bei den Sondierungen eine Schicht findet mit Knochen oder Spuren, dann wird eine Ausgrabung geplant. Zuerst mit dem Bagger, dann wird vermessen die einzelnen Flächen. Es kommt zu manuellen Ausgrabungen. Die Flächen müssen gereinigt werden. Die Spuren müssen gesucht werden, häufig in der Nacht mit flach einfallendem Licht. Da sieht man diese Spuren viel besser. Die ganzen Spuren werden angemalt, die werden nummeriert, abgezeichnet. Dann gibt es diese Fährtenpläne, wo man diese ganzen Fährten und Spuren dann drauf sehen kann. Alle Spuren wurden fotografiert. Es wurden sogenannte Orthofotos gemacht. Also jeder Meter wurde von diesem Kran von oben abfotografiert und in einem Mosaik zusammengesetzt. Es wurde auch Laserscans wurden gemacht hier von Spuren, von ganzen Flächen. Und mit diesen Laserscans hat man jetzt 3D-Modelle von diesen ganzen Flächen, die heute zerstört oder überschüttet sind von der Autobahn. Da macht man auch Abgüsse oder man gipst die Knochen ein und holt die dann raus. Oder auch ganze Spuren kann man rausholen. Es kommt zu einer großen Sammlung, die aufgebaut wird, zur Präparation von den ganzen Funden. Wir hatten auch Leute, die haben sich nur um Datenbanken zum Beispiel gekümmert, wissenschaftliche Analyse, und wir haben auch viel Öffentlichkeitsarbeit hier gemacht mit Tage der offenen Türe. Einige Beispiele von Spuren, die hier gefunden wurden, das sind alles Spuren von Sauropoden, also hier von diesen Langhalsdinosauriern, vierfüßig, Hinterfuß, Vorderfuß, der Hinterfuß ist ungefähr kreisrund und da sieht man, das ist einen halben Meter. Diese Spuren sind bis 1,2 Meter lang, das sind weltweit von den größten Spuren, die es gibt, von solchen Sauropoden, die waren bis zu 30 Meter lang. Wir haben aber auch Babyfußabdrücke gefunden von Sauropoden, das war eine echte Sensation, das gibt es sonst auch nirgendwo auf der Welt, die waren nur 9 Zentimeter lang. Und es gibt auch Spuren, wo man eben wieder diese Eindrücke von den Zehen sehr gut erkennen kann. Und da ist zum Beispiel eine Fährte von einem Sauropoden, der hier eine Kurve läuft. Das kann man sich so vorstellen hier. Das ist ein Skelett, das ist ein Scan von einem Skelett von Apatosaurus. Und da seht ihr, wie dieser Apatosaurus die Spuren macht. Er tritt immer in diesem Fall mit dem Hinterfuß auf den Vorderfußabdruck. Deswegen sieht man dann hier nur noch die Hinterfüße. Der Apatosaurus, der war bis 26 Meter lang, wohl um die 30 Tonnen schwer. Das ist sicher der größte Dino, der
je in der Schweiz gelebt hat. Dann gibt es auch Spuren von Raubsauriern. Die größten Raubsaurierspuren, das sind diese hier, die sind bis 80 cm lang. Das sind auch von den größten Raubsaurierspuren, die es eigentlich gibt auf der Welt. Und die wurden als Jura Promptes beschrieben und sehr wahrscheinlich von einem Allosaurus hinterlassen. Wir haben aber auch kleine Spuren gefunden. Die kleinsten Spuren waren nur 5 cm lang. Die wurden von einem Dinosaurier, wie zum Beispiel Compsognathus, hinterlassen. Da habe ich auch eine schöne Rekonstruktion von einem Allosaurus. Das ist auch ein Scan von einem Skelett, das in Ahrtal steht im Sauriermuseum. Und der wurde hier auf diese Spuren, auf dem Laserscan von den Spuren, die wir ausgegraben haben, draufgestellt. Der war bis 12 Meter lang, mehrere Tonnen schwer. Da kommt später noch eine Animation dazu. Wenn wir uns ganze Flächen anschauen, dann haben wir auch sehr viele interessante Sachen gefunden. Zum Beispiel hier eine Fährte von einem Pflanzenfresser und parallel dazu eine Fährte von einem Fleischfresser. Da kann man sich fragen, ist dieser Fleischfresser quasi dem Pflanzenfresser nachgejagt? Das können wir nicht beweisen, weil wir wissen nicht, wie viel Zeit dazwischen ist. Oder? Es könnte sein, dass der 10 Meter dahinter war, aber es kann auch sein, dass er erst am nächsten Tag zufällig am gleichen Ort durchgelaufen ist. Also deswegen, ein Kampf oder eine Verfolgungsjagd lässt sich anhand von den Spuren bis heute nicht beweisen. Hingegen, was wir beweisen können anhand von Spuren, ist, dass Sauropoden, diese Pflanzenfresser, in Herden gelebt haben. Und zwar, weil es sehr viele Fundstellen gibt, wo wir ganz, ganz viele parallele Fährten finden. Und das ist etwas, das wir weltweit beobachten können. Auch wenn wir mit einer Gruppe von Menschen hier irgendwo über den Strand laufen, dann werdet ihr auch dasselbe feststellen, dass wir diese parallelen Fährten haben und das eben zeigt, dass eine Gruppe gleichzeitig durchgelaufen ist. In der späten Jurazeit war die Landschaft hier sehr flach, wir waren nicht weit weg vom Meer und wir hatten eben diese unterschiedlichen Dinosaurier, sehr, sehr kleine Raubsaurier, dann haben wir große Raubsaurier, wir haben diese Baby-Sauropoden und auch größere Tiere, Flugsaurier und hinten haben wir Wälder von Koniferen. Im Oberjura kann man sich fragen, bei der Autobahn A16, was ist passiert mit all diesen Fundstellen? Wie gesagt, hatten wir Tage der offenen Türe, wo man diese Fundstellen besuchen konnte. Leider, muss man sagen, wurden diese Fundstellen danach nicht geschützt, sondern sie wurden zugeschüttet. Da sieht man hier, das ist eine Fundstelle mit Dinosaurierspuren, die wurde zugeschüttet und die Autobahn ist drüber gebaut. Es gibt nur eine Fundstelle, wo eine Brücke drüber gebaut ist, aber diese Fundstelle ist bis heute nicht zugänglich gemacht. Was bleibt, ist ein Modell von einem Diplodocus in einem Kreisel im Pontut und das Jurassica Museum, ein kleines Museum, mit einem Lehrpfad zu diesen Sauropodenspuren. Es gibt eine schöne Ausstellung, es gibt Projekte für Schulen und eine weitere Fundstelle, Dinotech, in einem Schulinnenhof hatten wir auch Dinosaurierspuren gefunden. Die sind heute zugänglich gemacht unter einer Vitrine. Da hat es auch die Dinosaurier hier auf der Schulmauer. Und es gibt sogar eine Applikation mit Augmented Reality, wo man ganz viele Sachen und auch 3D-Skelette entdecken kann in diesem Innenhof. Eine weitere Fundstelle, die man auch besuchen kann, ist Lomiswil bei Solothurn. Da hat es eine sehr große Fläche in einem Steinbruch. Die ist voll mit Dinosaurierspuren und das sind die ersten Spuren, die im Jura entdeckt wurden, 1989 von Christian Meyer. Damals sagten alle, ja der Meyer, jetzt spinnt der, redet hier von Dinosaurierspuren, weil wir wissen ja, dass der Jura, dass da alle Sedimente unter Wasser abgelagert wurden, also im Meer, aber dem war eben nicht so. Es gibt ganz, ganz viele Sedimente, die trocken lagen auf Gezeitenflächen. Und da gibt es auch eine Besucherplattform. Dann gibt es viele weitere kleine Fundstellen. Es gibt über 25 Fundstellen und 2500 weitere Spuren, die bisher gefunden wurden im ganzen Jura. Und es hat viel Potenzial, neue Spuren zu finden. Es gibt auch Knochen. Dieser Fund ist sehr wichtig. Die Knochen sind im Naturhistorischen Museum in Basel ausgestellt. Da denke ich auch schon, dass eigentlich die allermeisten von euch schon mal da waren. Der wurde in den 1860er Jahren entdeckt. Der hieß ursprünglich Ornithopsis crepini und später Cetiosauriscus. Da hat man aber auch erst jetzt vor kurzem gemerkt, dass es eigentlich ein neuer Dinosaurier ist. Man hat den neu benannt in Amantia crepini. Und Amantia ist nach dem Namen von Amans Gressli, ein sehr bekannter Forscher um diese Zeit, der sehr viele Fossilien gefunden hat. Und es gibt auch weitere Funde noch im Jura von Knochen und Zähnen, zum Beispiel dieser Knochen von Stegosaurus bei Oberbuchsitten.
Oder dieser Theropodenzahn ist recht interessant, der kommt aus dem Silberloch. Das ist bei Röschenz, also auch ganz nahe bei Laufen, hat jemand diesen Theropodenzahn in einer Höhle gefunden. Und es gibt auch einzelne Knochen hier von Flugsauriern noch im Jura. Dann möchte ich noch erwähnen, das Sauriermuseum Ahrtal. Hier gibt es vollständige Dinosaurier-Skelette von Dinosauriern. Und das waren sicher auch schon viele von euch in Ahrtal. Wer war alles in Ahrtal? Das Sauriermuseum? Okay, nicht ganz so viele wie im Sauriermuseum Frick. Also da könnt ihr noch hingehen, das lohnt sich. Denn es hat hier die vollständigsten Dinosaurier-Skelette eigentlich weltweit aus der Oberjurazeit. Die kommen nicht aus der Schweiz, die kommen aus den USA, von Wyoming, wurden aber von Köbi Sieber, einem Schweizer, ausgegraben. Und diese Dinosaurier, das sind eben die Dinosaurier, die Spuren hinterlassen haben, die wir im Jura finden. Deswegen sind diese Saurier so wichtig. Und wir hatten vor ungefähr 10 Jahren hier ein Skelett gescannt mit einem Laserscanner und damit konnten dann diese 3D-Modelle gemacht werden, die ich vorher gezeigt habe von Professor Ken Stevens. Hier, da habe ich eine Animation, das ist Allosaurus, die Knochen wurden gescannt im Dinosaurier-Museum Ahrtal, die wurden einzeln zusammengesetzt auf den Computer und dann animiert zu diesem Skelett. Und jetzt kann man dieses Skelett, ja, das ist der Scan vom Skelett, den kann man jetzt auch bewegen. Achtung. Und man kann das Skelett auch texturieren. Jetzt kann man hier langsam die Haut drüber legen. Der Schrittzyklus, der entspricht genau diesen Spuren, die wir gefunden haben auf der Autobahn. Also der Schrittzyklus ist berechnet von den Spuren der Autobahn. Und Iconaut, das war ein junger Student an der Zürcher Hochschule für Künste, der hat bei mir eine Masterarbeit gemacht. Und mit dieser Masterarbeit in Zusammenarbeit mit Professor Kenta Stevens hat er einen sehr renommierten Preis gewonnen in den USA in Paleo Art, also wo weltweit die besten Animierer von Dinosaurier mitmachen, haben die mit dieser Animation den ersten Preis gewonnen. Dann die letzte Fundstelle in der Schweiz, das ist in der Unterkreide im Beckenried, wieder in einem Steinbruch, hier sieht man wieder, sind alle am Seil, um diese Spuren hier zu dokumentieren. Da gibt es Spuren von Iguanodon, das sind wieder dreizählige Spuren. Iguanodon, das ist ein Pflanzenfresser, also nicht wie vorher die Theropoden oder Raubsaurier, sondern ein Pflanzenfresser, gehört zu den Ornithopoda. Das sind die einzigen Dinosaurierreste aus der Kreide in der Schweiz und somit auch die jüngsten Reste von Dinosauriern in der Schweiz. Und damit sind wir auch fast am Ende vom Vortrag. Das möchte ich einfach nochmal erwähnen. Was geschieht am Ende von der Kreidezeit? Es kommt eben zu diesem Kreidetertiär Massenaussterben. In geologisch relativ kurzer Zeit sterben 76% von allen Tierarten auf der Erde aus. Das ist eine unglaublich hohe Zahl, die hier ausstirbt. Und dazu gehören die Dinosaurier, die Flugsaurier, aber auch die Meeressaurier, die Fischsaurier, die Ammoniten und so weiter. Die sterben zu diesem Zeitpunkt alle aus. Es überlebten aber die Säugetiere, die Vögel, Fische, auch Schildkröten und Krokodile und viele andere haben natürlich überlebt. Und die Säugetiere konnten danach sehr stark radiieren, sie konnten sich sehr stark ausbreiten und schlussendlich hat sich dann auch der Mensch entwickelt. Die wahrscheinlichsten Ursachen für das Massenaussterben sind ein Meteoriteneinschlag in Mexiko, in Yucatan, und ein sehr, sehr großer und weit verbreiteter Vulkanismus in Indien, sogenannte Flutbasalte, also über hunderte von Quadratkilometern ist hier Lava ausgetreten. Und das führte zu einer extrem starken, zunächst Erwärmung von der Erde, zu einer Abdunklung und dann aber einer sehr kalten Phase und es gab keine Nahrung mehr für diese großen Dinosaurier und es kam zum Aussterben. Das möchte ich auch noch erwähnen, das könnt ihr googeln, Dinosaurierland Schweiz, das ist ein Doc-Film aus dem Jahre 2008. Wenn ihr das googelt, Dinosaurierland Schweiz, dann kommt ihr auf diesen Link von srf.ch, wo ihr diesen Film euch anschauen könnt über Dinosaurier in der Schweiz. Und damit sind wir am Ende vom Vortrag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.